Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Heute spielen wir DFB-Pokal gegen die Wölfe wieder. Ich bin mal richtig gespannt, Leute, was die Wölfe heute so machen. Ich bin richtig gespannt, was die Wölfe heute hinkriegen. So, wirklich, ich hoffe, dass man das Ding heute... vielleicht ein gutes Spiel heute abliefern können. Heute werden wir, ja, würde ich sagen, De Jong tun mal raus, dafür nehmen wir Messi rein. Özgard kommt raus, dann nehmen wir Romanto mit, so. Dann gucken wir einfach, wie wir heute spielen gegen, in Weltklasse. Ich hoffe nur, dass wir heute besser, die Wölfe besser spielen gegen, im DFB-Pokal als in der Meisterschaft. Alles war schon heftig, fand ich, was die gemacht haben. Finde ich, es war schon heftig. Es war schon heftig, was die Wölfe gespielt haben heute. Bei dem Spiel, Leute. Muss man schon ehrlich gesagt sagen, es war schon nicht Bundesliga-reif, fand ich, Leute. Und heute schaffen wir heute den DFB-Pokal. Das wäre halt richtig schön, wenn wir heute den DFB-Pokal heute holen werden. Gegen die Wölfe. Alles wäre mega, wenn wir die Gegner holen würden. Wir sind richtig gut durchs Turnier durchgekommen. Die Wölfe hätten Darmstadt besiegt. Wow, Darmstadt ist weit gekommen. Und die zwei Spieler werden vielleicht die Entscheidung bringen, Leute. Die werden vielleicht die Entscheidung bringen, Leute, die zwei Torjäger. Lewandowski natürlich mit den, kann er heute wieder die besten Ergebnisse. Ja, bin nur gespannt, was die Wölfe heute machen. Werden die heute besser spielen als in Bundesliga? Gegen den FC Bayern oder weil wenn es so ist, Leute, wird es ein einfacher Sieg, Leute, wenn es so wieder läuft wie in der Bundesliga-Spiel, Leute. Oh, heute spielt Castells wieder mit. Oha. Sergio Ramos spielt, also wir haben da einen Dritt ins Team mitgenommen. Heftig finde ich, das ist schon heftig, Leute. Das ist schon heftig, finde ich, Leute. Aber die Fans wissen, wer Meister werden will, Pokalsieger, muss den FC Bayern schlagen, Leute. Und heute wollen wir natürlich den nächsten Sieg, Leute. Ist draußen, du ruhig bin. Die Wölfe müssen ein. Sie haben eigentlich nicht zufällig. Sie wissen, wenn sie so spielen wie in der Bundesliga am 33. Spieltag, können sie gleich nach Hause fahren, Leute. Dann brauchen sie das Spiel gewinnen. Dann brauchen sie nicht mehr, weil diese Spiele haben sie hätten. So kann man nicht in München gewinnen, Leute. So kann man, darf man gegen München nicht spielen.
Und die beiden machen natürlich jetzt weiter Druck, weiter Druck für die Meisterschaft. Meisterschaft haben wir jetzt. Den DFB-Pokal holen die danach jetzt noch. Die Wölfe wissen, die müssen heute 170, am besten 200% machen. 200% spielen besser. 200% besser spielen wie im Bundesliga-Rückspiel. Weil sonst wird es nicht schaffbar sein. Das wissen Bayern natürlich. Die wissen aber eins, sie haben ja noch nachts noch ein Spiel. Er hat sich vertrieben und man hoffentlich ist es keine. Jetzt wird eine Verletzung angedacht. Aber heute merkt man irgendwie, die Wölfe spielen heute aggressiv. Heute spielen sie wie Wölfe, Leute. Heute spielen sie ein bisschen mehr wie Wölfe, Leute. Heute spielen sie mehr wie Wölfe, Leute. Muss man ehrlich, mehr wie Wölfe, so wie Wölfe sein mit aggressiv, hungrig. Und sie haben schon länger kein Gegentor kassiert, so nicht wie im Rückspiel der Bundesliga. Da waren sie jetzt schon, glaube ich, 2-3-0 hin und dran gelesen. Da waren sie jetzt schon 3-0 hinten, glaube ich. Bin mir nämlich ganz sicher, aber wir waren doch schon ein bisschen hinterher. Aber heute sind, guck Leute, heute sind die dort die Wölfe aggressiver. Da kann man sagen, was Wettbewerb hat, sie haben was die Wölfe gemacht in der Bundesliga beim letzten. Muss man ehrlich sagen, ob sie da eine Wettbewerbsverzerrung gespielt haben. Weil jetzt spielen die ganz anders an die Bayern, gegen die Bayern. Spielen die ganz anders dann gegen die Bayern. Muss man ehrlich sagen, ich bin ganz anders da heute, die Wölfe. Das muss man ehrlich sagen, ich bin ganz anders da heute, die Wölfe. Dass die beiden wieder das Spiel machen, ist ja fast klar immer, Leute. Die machen ja immer auch das Spiel selber. Aber man merkt, die Wölfe machen heute mehr aus dem. Die zeigen den Bayern die Krallen, muss man ehrlich sagen, die Krallen werden. Aber jetzt macht Lewandowski das Tor, Leute.
Und es kommt doch noch. Der Ball kommt irgendwie zu Lewandowski und dann. Das hätte könnte umstrittene Ballannahme. Sehr umstrittene Ballannahme, Leute. Sehr umstritten, muss ich sagen. Sehr umstritten. Sehr umstritten, Leute. Für die Wölfe ist es bitter. Das hätte eigentlich nur mal etwas abpfeifen müssen, was Lewandowski tut. Aber Kingsley Coman ist heute on fire, Leute. Aber ich denke, Leute, in der zweiten werden wir wieder ein bisschen was ändern. Ah, Davis. Dass wir halt zum Champions League Spiel die Mannschaft auch ein bisschen ausgeruht haben. Mal im Champions League, wenn wir zum Champions League Finale noch ein schönes Spiel haben, noch gut ausgeruhte Spiele haben, Leute. Das ist danach immer wichtig. Ausgeruhte Spieler zu haben. Lewandowski wird, glaube ich, eine Pause kriegen. Nein, doch nicht! Die Wölfe kommen zurück, Leute! Und es macht der Torjäger, der am Anfang, die beiden machen jetzt die Tore, die das Spiel Fokus hat, beide machen das Tor. Alter, war der frei, Leute. Waren die beide frei, Leute. Oh, und Virgil hat nichts, war hinten dran gelaufen. Kurz vor der Pause, Leute. Kurz vor der Pause macht die Wölfe noch ein Tor. Das ist jetzt wie hardcore spannend. Was machen wir jetzt? Werden wir in der Halbzeitpause entscheiden? Werden wir wechseln? Oder mit der Mannschaft weiterspielen. Oh, Lewandowski war frei. Gut frei. Davis, die Urgewalt, Alfonso Davis. Der immer mehr bei mir im Team bleibt. Und darum haben wir halt den Hudson, verkaufen wir halt den Hudson. Über Hudson nicht. Ist er halt verkauft oder verkaufen wir ihn und so, weil Davis ist halt eine Urgewalt. Und jetzt macht Bayern das Tor. Wichtiges Tor, Leute. Alfonso Davis. Und Bayern führt 2-1. In der zweiten Hälfte werden wir mal gucken, wer beliebt ist, und die werden wir rausnehmen. Nur Fouls, keine Fouls. Keine gelb-rote, verletzt nicht. Wir können so weiterspielen. So, tut beiden jetzt wieder ein bisschen das Tempo nach unten. Werden wir das Tempo wieder nach unten ziehen? Ne? Ich denke, Davis
Davis wird in der zweiten Hälfte. Wir werden sehen, ob man ihn behalten kann, Davis. Spiel ist vielleicht schon entschieden für den FC Bayern. Und es funktioniert immer. Es funktioniert immer in der kleinen Stufe. Es wird immer so gespielt und es funktioniert halt immer bei uns. Es wird immer mehr unser Spezialangriffe. Auf Flanke, nicht in der Flanke mehr wie früher. Es funktionieren auch die Steilpässe. In die Todeszone sozusagen. Und jetzt muss die Wölfe ihr Krallen zeigen. Sonst sehen sie raus aus dem Weg. Und das nächste Spiel geht gegen die Königlichen, Leute. Oh, Alter! Junge! Die Wölfe sind wieder zurück. Leute. Heute zeigen die Wölfe ihr Krallen. Und jetzt müssen wir doch mit der besseren Mannschaft noch ein bisschen länger spielen vielleicht irgendwie. Oh, Alter. Jetzt kämpfen die wahrscheinlich durch. Jetzt wird es nochmal richtig spannend für den FCB und der Torjäger geht raus, Leute. Verstehe ich nicht, warum die den Torjäger rausnehmen. Weil der hat gut gespielt, Leute. Und jetzt ist sie überlegen, was machen wir? Wechseln. Die Wölfe zeigen mehr Torhungrigkeit. Und Davis wird vielleicht nicht mehr langen, aber er muss auf dem Platz bleiben. Er ist der Spieler des Spiels. Ah, zu lange gewartet, dass man fast auf Lewandowski. Fast 70 Minuten gespielt. Bayern führt immer noch, aber nur 2-3. Und jetzt kämpfen die Bayern natürlich. Wollen natürlich. Müssen jetzt. Oh, schade. Müller in die Mitte wäre besser gewesen. Die Wölfe wissen natürlich, heute wird es spannend. Es geht um jeden. Jeden Zweikampf geht es. Jeden Punkt, jeden Zweikampf geht es. Boah, bin ich. Ja, schade. So, wir werden aber jetzt mal auswirken. Ich würde Davis und Komba rausnehmen, Leute. Die würde ich rausnehmen, würde ich sagen. Tu mal rausnehmen.
Weil Davis brauchen wir im Finale noch, Leute. Davis brauchen wir im Champions League-Finale noch. Brauchen wir noch im Champions League-Finale, Davis. Wow. Rumpf macht. Junge durch Leon Goretzka, der hat sich immer mehr in die Mannschaft reingespielt. Mit Davis natürlich. Die Welt ist natürlich Ecke für Bayern mit 5-1. Aber es geht immer weiter nach vorne. Bayern kämpft, ackert. Messi, Lewandowski. Oh. Er muss den Ball wieder zurück auf Süle und Van Dijk. Messi ist nicht mehr der Schnellste, aber er ist der taktikbeste Sprung. Müller macht das Tor. Müller macht das Tor. Und somit sieht es nach Sieg aus im DFB-Pokal für den FC Bayern München. Es sieht nach Sieg Bayern aus, Leute. Er ist sein viertes Tor hier im Spiel. So, Leute, jetzt können wir aber eins machen. Jetzt könnten wir Lewandowski rausnehmen und dafür De Graaf wieder reinnehmen. Das machen wir halt fürs Champions League Finale. Einen fitten Lewandowski haben, Leute. Dass man fitten Lewandowski haben. Und sozusagen unser neuer Backup. Einer der Backups bei diesem Karriere. Weil ein anderer, den wir holen, wenn ich gerne hätte holen, der tut ja seine Karriere beenden, Leute. Dann hätte ich gern den Sommer geholt, Leute. Aber er beendet seine Karriere nach dieser Saison. Das ist das Problem. Er beendet die Karriere nach dieser Saison. Und Bayern holt sich den nächsten Sieg. Bayern holt sich den nächsten Pokal-Triumph. Und jetzt brechen doch die Wölfe noch mal ein, Leute. Leider brechen die Wölfe sich doch noch ein. Und das ist halt bitter für die Wölfe. Die haben hier richtig gut mitgespielt, Leute. Die Wölfe haben richtig gut mitgespielt. Aber am Ende hat es der Wille nicht geschafft. Der Wille hat es einfach nicht geklappt, liebe Mille. Der Winner wollte es einfach nicht lösen. Der Wille kam einfach am Ende nicht durch. Ja, der Wille war einfach nicht da.
Ah, schade. Er hat noch gern ein Tor geschossen, Leute. Ei, 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 au, 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 alter Schwede. Jetzt ist das Spiel wie nicht so hoch wie gegen in der Bundesliga, aber die Bayern zeigen halt, was sie können. Die zeigen halt, was sie können. Gegen Real Madrid wird es auch schwer haben. Die Madrilen werden es auch schwer haben. Madrid wird es auch schwer haben, gegen diese Übermacht zu gewinnen. Gegen diese Übermacht, Leute. Eieie, Bayern gewinnt den zweiten Titel dieser Saison. Im DFB-Pokal darüber. Und die Wolfsburger haben es am Ende einfach nicht hinbekommen. Einfach nicht hinbekommen und die Bayern holen sich nach der Meisterschaft auch im DFB-Pokal. Und das ist ultimativ. Ultimativ, Leute. Und wir haben den Titel gewonnen. Und die Bayern holen sich einen schönen souveränen Sieg. Ein souveränen Sieg im DFB-Pokalfinale in Berlin. Und gewinnen diesen Titel. Das war wichtiger für die Gewinn. Eieiei, und sie sind deutscher Pokalsieger, Leute. Und sie jubeln mit dem Titel. Und sie sind nach deutscher Meister, deutscher Pokalmeister, Fußballmeister. Weil wir haben wieder eine Mega-Saison. Ein Titel, Leute, wartet noch. Die Champions League. Die letzten Titel, die noch viel können. Und dann gehen wir zur Weltmeisterschaft. Und dann kommen wir zur Weltmeisterschaft. Wie gesagt, und dann werden wir zur Weltmeisterschaft noch kommen, Leute. Und dann bin ich mal gespannt. Schaffen wir auch die Weltmeisterschaft? Was werden wir sehen? Schaffen wir auch den Weltmeistertitel? Werden wir alles sehen, Leute, alles sehen. Ob wir schaffen, die WM auch noch zu gewinnen. Lewandowski, bester Spieler des Turniers, des Spiels. Ja, und gucke, was diesmal jetzt sagen, ob wir wieder den Titel verloren. Weil es ist schon echt komisch, das ist ein bisschen seltsam, finde ich. Ah, wir schauen einfach mal, was passiert, Leute. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz Klar, das doch, Spiel immer noch sind. Gerne. Was ist der Grund dafür? Wir haben einfach besser gespielt. Super Sieg. Besser kann man sich sagen. So, sagt man, einfach ein gutes Spiel. Ja, Kimmich ist eigentlich. Ja, sau guter Spieler, oder? Muss man so sagen. Er muss noch ein Spiel, noch weiter spielen. Dann hat er kurz Pause. Und dann geht's in die Dings. Um die Weltmeisterschaft für Deutschland zu spielen. Ich danke Ihnen. Aber gegen Real Madrid spielen wir erst beim nächsten
Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.